Herzlich willkommen bei Orga TV. Es ist mal wieder 18.18 Uhr. Die Woche ist relativ kurz, morgen ist ein Feiertag und viele werden sicher den Brückentag am Freitag dazu nutzen, ein richtig langes Wochenende zu genießen. 4 Tage, das ist fast schon ein bisschen so wie Urlaub. Da ist es natürlich ideal, mit Orga TV jetzt am Mittwochabend in dieses lange Wochenende einzusteigen. Was haben wir auf dem Programm? Natürlich, wie immer, geht es mal wieder um die vielen Baustellen auf dem Campus. Das haben wir ja als Serie sozusagen in den letzten Wochen immer weiter verfolgt. Es wird ganz viel gebaut. Das zeigt, es tut sich was an und die Uni wird immer, immer moderner. So richtig modern soll das neue Zentrum für Bioinformatik werden, das unten an der Baustelle des Max-Planck-Instituts im Stuhlsatzenhausweg entstehen soll. Und unsere Orga-TV-Redakteurin Shaila Gusenburger, die hat sich da mal umgeschaut, wie da unten die Baustellenfortschritte eigentlich laufen. Gegenüber des Max-Planck-Instituts entsteht seit 2006 ein neuer Gebäudekomplex auf einer Gesamtfläche von 0,7 Hektar. Die größte Baustelle auf dem Saarbrücker Campus soll ab Herbst 2009 bezugsfertig sein. Zurzeit kann man schon erahnen, wie die fertigen Gebäude aussehen werden. Es werden sogar schon fleißig Umzugskartons in die Gebäude getragen. Das Gebäudetrio besteht aus dem Institutionsgebäude für Bioinformatik, welches 1700 Quadratmeter groß ist, dem Hörsaalgebäude mit 500 Quadratmetern und der Informatikbibliothek, welche auf einer Fläche von 1600 Quadratmeter Platz für Bücher bietet. Universitätspräsident Volker Linneweber versichert, dass kein Cent an Studiengebühren in den Neubau geflossen ist. Zudem betont er, dass die 100 wissenschaftlichen Mitarbeiter, die dort im Rahmen der Exzellenzinitiative an der Uni zusätzlich eingestellt werden, einwandfreie Arbeitsbedingungen vorfinden. Durch die Insolvenz der Baufirma Ende 2008 verzögert sich die Fertigstellung der Gebäude um mehrere Monate. Das Ende war ursprünglich für den Frühsommer 2009 vorgesehen. Aus diesem Grund wurden die Exzellenzwissenschaftler auf einer Etage im Gebäude C52 ausquartiert. Ja, also da passiert richtig was auf dem Campus. Und ich kann ihm empfehlen, auch wenn sich der ein oder andere Neubau etwas verzögert, wir haben ein bisschen was über die Gründe ja eben gehört. Ich kann nur jedem ehemaligen Studierenden hier der Universität des Saarlandes, der jetzt vielleicht zuschaut, unsere Orga-TV-Sendung sieht, empfehlen, mal vielleicht Anfang nächsten Jahres sich mal hier wieder hier am Campus blicken zu lassen und dann sich hier mal umzuschauen. Es hat sich wirklich bis dahin sehr viel verändert oder wird sich bis dahin noch sehr viel verändern. Man wird Teile des Campus gar nicht mehr wiedererkennen. So eben zum einen unten gegenüber des Max-Planck-Instituts, Institut für Bioinformatik, wir haben es gerade im Film gesehen, und auch hier gegenüber unseres Lehrstuhls, also gegenüber des Gebäudes A54. Hier entsteht ja auch ein neues Zentrum für Studierende und ja, das wird das Bild des Campus nochmal ganz stark verändern. Soll übrigens, wie gesagt, Anfang des Jahres fertig werden. Die Bioinformatik ist ja hoffentlich dann, wenn jetzt endlich alles gut geht, auch schon im Herbst soweit. Kommen wir zu unserem Interview der Woche. Wir bleiben im Bereich der Informatik, allerdings nicht in der Bioinformatik. Wir sind jetzt im Bereich der Computergrafik. Und das Interview der Woche, das findet statt mit Professor Slusalek. Er ist einer der Leiter des Intel Visual Computing Instituts. Ich muss es ablesen, Intel Visual Computing Instituts. Und das ist insofern ganz interessant, als dass die Uni dadurch ja gerade durch die Informatik auch über die Landesgrenzen und die Region immer bekannter und berühmter wird. Gerade im Bereich der Informatik hat die Universität des Saarlandes ja eine der zentralen Schlüsselkompetenzen und ist immer ganz weit vorne, wenn es um die Rankings geht. Insofern, Interview der Woche mit Professor Slusalek und er erzählt mal, was es denn so auf sich hat mit diesem neuen Institut Visual Computing an der Universität des Saarlandes.
Die erste Frage, die sich uns natürlich stellt, wie kam es zu dieser Kooperation mit der Universität des Saarlandes und Intel? Wir arbeiten schon seit 2002 mit Intel zusammen in verschiedenen Forschungskooperationen und da hat Intel auch verschiedene Projekte hier finanziert. Wir haben sowohl bei mir in meinem Lehrstuhl als auch am Lehrstuhl von Professor Herfert hier in der Nachrichtentechnik. Wir wussten seit letztem Jahr, dass Intel weltweit auf der Suche ist nach einem Standort für ein Visual Computing Institut oder Forschungsbereich in dem Visual Computing und haben uns da natürlich auch sozusagen inoffiziell drum beworben. Und im Herbst kam dann Justin Redner, der CTO von Intel, hier nach Saarbrücken, hat sich das angeguckt, war total begeistert und wir sind dann halt in die Verhandlungen eingestiegen, hatten dann bis Ende Januar ein Memorandum of Understanding fertig und dann innerhalb von 3 Monaten, was extrem schnell ist, vor allem für Intel, haben wir dann eben jetzt Anfang Mai das fertig unterschrieben und dann auch eben die Eröffnung gleich gemacht. Was versteht man eigentlich unter Computing Visual? Ja, Visual Computing, es gibt eigentlich keine sehr gute deutsche Übersetzung dafür, deswegen haben wir auch den Begriff so gelassen, wie er ist. Visual Computing beschäftigt sich mit der visuellen Darstellung, aber nicht nur der visuellen Darstellung, aber schwerpunktmäßig der visuellen Darstellung von der realen Welt. Das heißt, wir versuchen einerseits die reale Welt in den Computer abzubilden, über Fotoaufnahmen daraus 3D-Modelle zu rekonstruieren, die sehr detailliert, sehr realistisch die reale Welt darzustellen, dann darauf Simulationen durchzuführen, Berechnungen durchzuführen, Verarbeitungen von diesen Daten zu machen, dann das wieder darzustellen, auch wieder sehr realistisch darzustellen, das zu übertragen, ja, vielleicht wird das auf irgendeinem Rechner, irgendeinem Server irgendwo im Internet berechnet, dann übertragen auf irgendwelchen Rechner bei irgendwem zu Hause und dann dort geht es dann natürlich noch um das Benutzerschnittstelle, um die Interaktion mit der 3D-Welt, also das ist ja mit 2D-Bildschirmen und 3D-Geometrien ist das ja nicht immer so ganz einfach. Auch da gibt es, in allen diesen Bereichen gibt es sehr starken Forschungsbedarf und das ist ein sehr heißes Forschungsthema in vielen Bereichen und das ist eben auch das Interesse von Intel. Intel baut ja schwerpunktmäßig Hardware, also Chips und ähnliches und steigt jetzt eben in diesen Grafik- oder Visual-Computing-Markt neu ein und hat da eben auch dann gleichzeitig gesucht, dass sie dort eben nicht nur in die Produktion einsteigen, sondern eben auch ein großes Standbein im Forschungsbereich haben. Und wie gesagt, sie haben weltweit gesucht und sind hier in Saarbrücken fündig geworden. Und insofern ist das jetzt auch das erste und einzige Forschungsinstitut in diesem Umfeld von Ihnen. Sie sagten Grafikdarstellung in Echtzeit. Mir würde da jetzt spontan Computerspiele einfallen, aber da gibt es ja sicherlich noch andere Projekte oder Bereiche, wo man das anwenden könnte. Welche wären das denn noch? Ja, das ist natürlich, die Spiele ist ein riesengroßer Markt und insofern ist das sicherlich ein Anwendungsbereich, aber nicht nur. Es gibt große Anwendungsbereiche sind in der Industrie. Wir haben schon seit Jahren Projekte mit der Autoindustrie, auch mit der Flugzeugindustrie. Also Autoindustrie zum Beispiel, das ist ja sehr wichtig, dass man sehr hohe Kosten, so eine Produktion aufzusetzen. Da will das Management sehr frühzeitig wissen, welche Variante eines neuen Automodells denn gut sind, welche ausgewählt werden soll. Und diese ganze Entwicklung findet heute auf dem Computer statt. Das heißt, man will sehr frühzeitig sehr realistische Bilder zum Beispiel von einem neuen Automodell haben und will danach entscheiden, ob ich eben diese Variante baue oder irgendeine andere, wo ich noch Änderungen machen muss und ähnliches. Jetzt aber mal zu einem anderen Thema. Hier auf dem Campus gibt es ja noch andere Forschungszentren wie beispielsweise DFKI, der Max-Planck-Institut. Wie ist das? Stehen Sie da in Zusammenarbeit oder ist das ein Konkurrenzverhältnis? Ganz überhaupt kein Konkurrenzverhältnis. Also wenn es irgendwas gibt, was die Informatik hier auszeichnet, ist das die extrem gute Zusammenarbeit zwischen allen Instituten. Und das zeigt sich eben auch hier bei dem Intel-Institut. Das heißt Intel-Institut, ist aber ein Institut der Universität. Es ist eine Einrichtung nach § 25 des Universitätsgesetzes, ist also eine ganz normale Forschungseinrichtung der Universität in erster Linie, gehört der Universität sozusagen, wird geleitet von mir und Professor Herfert und ist sozusagen auch insofern unter Kontrolle der Universität. Aber natürlich, Intel gibt ja 12 Millionen Dollar über die nächsten 5 Jahre in dieses Institut. Das wollen sie natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht. Insofern sind sie
in Gremien dann natürlich auch vertreten. Aber das Ganze ist ein Kooperationsvertrag, an dem zusätzlich, also neben Intel und der Universität, auch die beiden Max-Planck-Institute hier in der Informatik, wie auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das DFKI, beteiligt sind. Als gleichwertige Partner und insofern auch alle zusammen Forschung machen. Ja, der Schwerpunkt des Instituts liegt ja natürlich wahrscheinlich überwiegend bei der Forschung. Aber wie sieht es denn da in der Lehre aus? Ist das auch interessant für die Studierenden hier auf dem Campus? Wenn ja, ist es auch interessant für Studierende anderer Fachrichtungen außer der Informatik? Ich denke auf jeden Fall. Visual Computing ist eine Disziplin, die natürlich nicht nur die Informatik beinhaltet, sondern da geht's hat Brücken in viele andere Bereiche. Sei es die Psychologie, sei es Human-Computer-Interface, Sachen, Sprache ist ein ganz wichtiges Thema und viele andere Bereiche auch noch. Also da gibt es sicherlich Anknüpfungspunkte über die Informatik hinaus. Sie sprechen ein interessantes Thema an. Es ist ein Forschungsinstitut. Insofern ist der Schwerpunkt auch dort. Aber viele Forscher haben natürlich Spaß dran, auch mit Studenten zu arbeiten. Und genauso wie die Forscher am Max-Planck-Institut eigentlich keine Lehrverpflichtung haben, aber eben doch regelmäßig viele Vorlesungen hier an der Informatik auch halten, wird das sicherlich auch für die Forscher am Intel-Institut gelten, dass die auch Vorlesungen hier anbieten und insofern auch eine direkte Auswirkung auf die Lehre haben werden. Darüber hinaus wird es natürlich Hiwi-Angebote geben, wird es Themen für Master, für Bachelorarbeiten geben, aber vor allem dann eben auch Chancen für Studenten, die hier studiert haben, dann etwa einen Doktor in Zusammenarbeit an dem Intel-Institut, Intel Visual Computing Institut zu machen. Also insofern denke ich, ist das nicht nur für die Forschung, sondern auch ganz besonders für die Studenten interessant. Und können Sie uns etwas zu den aktuellen Projekten sagen? Naja, wir haben das Institut jetzt gerade eröffnet. Eins der Sachen ist jetzt, wir müssen jetzt eine Sekretärin mal einstellen also insofern, wir haben in dem Institut noch keine Projekte, die tatsächlich laufen. Auch die Förderung fängt zum 1. Juli erst an. Das bauen wir jetzt gerade auf, aber Themen, die wir dort behandeln werden, ist zum Beispiel 3D-Internet. Also das Internet ist heute die Kommunikationsplattform schlechthin, aber es gibt im Internet zum Beispiel noch kaum 3D-Inhalte. Für unsere Zuschauer, glaube ich, ist das jetzt doch schon mal ein guter Einblick in das, was das Institut machen wird oder schon gemacht hat auch. Und ich bedanke mich natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir werden die Sache dann mal weiter verfolgen. Gerne, gerne. Danke. Ja, hochinteressant, was die da unten treiben. Themenwechsel. Wir bleiben zwar beim Interview, aber es passiert jetzt was ganz anderes. Es geht nicht um kompliziert nicht, um hochspannende und hochkomplexe Technik. Es geht jetzt vielmehr um Dinge, die man hier auf dem Campus mehr oder weniger in seiner Freizeit tun kann. Und zwar folgt gleich ein Interview mit dem AStA-Mitarbeiter Daniel Koster. Er wird so ein bisschen erzählen, was denn so es Neues für Studenten, für studentische Freizeit gibt, nämlich über die AStA Open erzählen und eine neue Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater. Ich würde sagen, wir schauen uns das Interview erstmal an und dann werde ich hier noch ein bisschen was zu den beiden Veranstaltungen sagen. Film ab. Ja, ab September 2009 könnt ihr kostenlos ins Saarländische Staatstheater, in die Alte Feuerwache und auch in die Sparte 4. Ihr könnt dafür einfach 3 Tage vorher im Theater anrufen, euch eine Karte vorreservieren lassen, vorausgesetzt natürlich ist noch was frei. Ihr könnt die Plätze vollkommen frei wählen und ja, nur euren Studentenausweis mitbringen, wenn ihr die Karte dann abholt und dann könnt ihr kostenlos ins Theater. Ja, nächste Woche sind Wahlen zum Studierendenparlament. Es wäre ganz toll, wenn ihr zahlreich und alle auch daran teilnehmt. Es stellen sich verschiedene Gruppierungen zur Wahl. Da solltet ihr einfach mal gucken, dass ihr vielleicht mit offenen Augen über den Campus geht und euch mal anschaut, für welche Ziele die einzelnen Gruppierungen einstehen. In der Regel haben die Gruppierungen auch einzelne Homepages, wo ihr nochmal extra nachsehen könnt. Wählen könnt ihr in dem Wahlkreis praktisch, in dem ihr mit erstem Studienfach eingeschrieben seid. Zum Beispiel in der BWL. Wenn ihr BWL studiert, dann könnt ihr auch im BWL-Gebäude wählen gehen. Wenn ihr beispielsweise Mechatronik studiert, dann geht ihr in eine mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fakultät.
also in dem Wahlkreis wählen. Das heißt, ihr geht dann in der Informatik wählen. Ja, und es wäre ganz toll, wenn wir eine große Wahlbeteiligung hinkriegen, denn das Studierendenparlament wählt letztendlich auch den AStA, entscheidet letztendlich auch mit darüber, wofür Studiengebühren verwendet werden. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch an der Wahl beteiligt. Ja, am 26. Juni startet das AStA Open, das diesjährige. Das verspricht ein Riesen-Highlight zu werden. Der Andreas Segel, der das als Kulturreferent hier organisiert, ist, also ich kann nur sagen, ich habe einen großen Respekt vor ihm. Er macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und ja, es wird dieses Jahr den Rocco del Schlacco Vorentscheid auf dem AStA Open geben. Das AStA Open findet statt am 26. Juni. Ihr seht das Plakat im Hintergrund. Und ja, ab 16 Uhr geht's los und ich hoffe mal, dass wir gutes Wetter haben und es wird leckeres Bier geben, natürlich von Carlsberg, und da werden wir, glaube ich, mal eine ganze Menge Spaß haben. Und das AStA Open natürlich kostet keinen Eintritt, also ja, ganz tolle Sache, günstiges Bier, kein Eintritt und super tolle Musik. Wir freuen uns auf ein tolles Festival. Ja, danke Daniel. Und das Plakat, das eben kurz eingeblendet war, habe ich hier in klein als Flyer. AStA Open Air am 26. Juni, ich wiederhole es auch nochmal, ab 16 Uhr hier auf dem Campus mit einer ganzen Reihe von Bands. Unter anderem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit dem Local Hero Band Contest. Daniel hat es kurz erwähnt. Da geht es darum, wer hier von den lokalen Bands, von den lokalen Größen sich mehr oder weniger qualifiziert, könnte man sagen, für den großen, für das große Festival Rocco del Schlacco, das dann am 14. und 15. August stattfindet, unter anderem mit Farin Urlaub, mit Deichkind oder Muff Potter. Also da ist dann wirklich einiges geboten, und wie gesagt, AStA Open Air am 26. Juni schon ab 16 Uhr auf dem Campus. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ebenfalls nicht entgehen lassen sollte man sich das, was das Staatstheater ab Herbst wieder anbietet. Der neue Prospekt, das neue Büchlein zum Programm ist inzwischen erhältlich, wird teilweise auch schon in der Mensa verteilt. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Es gibt wieder ein Programm mit, ja, interessanten Dingen für wirklich jedermann aus allen Bereichen wird wirklich etwas geboten. Ich habe mir schon die ein oder andere Sache wieder in der Feuerwache rausgesucht. Also dieses Prospekt oder dieses kleine Büchlein Stalinische Staatstheater für die Spielzeit 2009-2010 sollte man sich jetzt schnellstens besorgen, um dann mal zu schauen, was will man sich denn in der nächsten Spielzeit anschauen. Und für die Studenten gibt es ja jetzt offensichtlich dann recht attraktive, sehr attraktive Konditionen. Wieder zum anderen Thema. Wie immer zum Abschluss der Orga-TV-Sendung am Mittwoch gibt es Orga-TV-Vodcast, der ja in jeder Woche eine neue Applikation aus dem Bereich des Web 2.0 vorstellt. Das macht immer meine Kollegin Caroline Jortzig, und diesmal gibt es etwas, das so ähnlich funktioniert wie eines der ganz bekannten und aus den Anfängen des Web 2.0 berühmt gewordenen Websites und Services, nämlich mymüsli.de war das damals. Man konnte sich da ein Müsli zusammenmischen, je nach Gusto. Jeder hat da überlegt, was möchte ich drin haben, mit Nüssen oder ohne, mit Haferflocken oder ohne, mit Rosinen oder ohne, oder vielleicht sogar mit getrockneten Bananen für den, der es eben mag. Jetzt gibt's das Ganze nicht für Müsli, sondern für Marmelade. Und die Seite heißt memarmalade.com, und Caroline stellt diese Seite jetzt vor. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Orga-TV-Vodcast aus der Universität des Saarlandes. Nachdem wir euch bereits in die Welt des Kaffees, der Schokolade, der Müslis, des Tees oder auch des Parfums zum selber zusammenbauen eingeführt haben, ist heute die Marmelade dran. Es gibt ja mittlerweile im Web 2.0 fast kein Produkt mehr, was man nicht individuell selbst gestalten kann. Daher für alle Feinschmecker und Experimentierfreudigen von euch heute das fruchtige Startup. Seit April 2009 bietet www.mimarmelade.de den Fruchtaufstrich zum Selbermixen. Ob Ingwer, Chili, krause Minzeblätter oder Blue Curaçao,
Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aus über 50 Zutaten könnt ihr euch oder euren Liebsten eine ganz individuelle Marmelade kreieren. Das Prinzip ist recht einfach. Man wählt zuerst eine Fruchtbasis aus, die dann verfeinert werden kann. Es kann gewählt werden aus den Kategorien Gewürze, Blüten und Kräuter, Nüsse, Kerne und Extras. Und wer es ganz aromatisch mag, dem steht noch die Kategorie Schuss zur Verfügung. Wem das Talent oder die Kreativität fehlt, die Zutaten passend zusammenzustellen, dem wird die Möglichkeit geboten, im Mi Marmelade Shop zu stöbern und sich einen leckeren, fertigen Fruchtaufstrich zu bestellen. Das Prinzip des selber Zusammenstellens ist ja nicht mehr ganz so neu. Auf mymuesli.de hatten wir euch das ja bereits schon mal vorgestellt. Also, warum sollte es mit Marmelade nicht funktionieren? Ich rate euch auf jeden Fall, das Ganze nochmal schnell auszuprobieren. Denn bis zum 7.6. bekommt ihr die Marmelade versandkostenfrei zu euch nach Hause. Aber zum Schluss dürft ihr natürlich nicht vergessen, eurem schöpferischen Einfall einen wunderschönen kreativen Namen zu geben. Dann das Ganze schnell zu euch nach Hause und ausprobieren, wie die Marmelade so schmeckt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Marmeladeessen und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt mir treu. Tschüss. Danke, Caro. Und das war's auch schon wieder diese Woche live hier von OrgaTV. Es gibt am Freitag natürlich, auch wenn Brückentag, wieder einen OrgaTV-Podcast. Und nächste Woche natürlich dann auch wieder eine Live-Sendung am Mittwoch. Für mich ist jetzt auf jeden Fall Schluss für heute. Ich bin lang genug heute hier gewesen. Ich mache jetzt erstmal 4 Tage Urlaub. Die Kollegen haben schon gesagt, ich hätte es dringend nötig. Man würde es mir ansehen. Insofern verschwinde ich jetzt ganz schön aus der Kamera. Bis nächste Woche. Tschüss.